in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat Aufnahmen von irgendeinem Idioten, der von einer Sicherheitsstation in der Nähe auf Facebook zugreift. Bitte sag mir, dass besagter Idiot nicht zu dir gehört. Nick, ich muss zurück ihn holen. Nein, ich werde ihn einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack? Tu nichts Unüberlegtes. Gott! Das war knapp. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und zu Reen zu sein. Aufrücken, um zu flankieren! Distanz verkürzen! Ich bin leer! Das war knapp. HQ, es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Es ist dieser... Er macht uns die Hölle heiß! Thank you.
greift ein Ziel an. Nette Fahrkünste, Jungs. Diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versuchte er nie, ihn aufzuhalten.
hat Ihnen nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Es ist der einzige Weg. Zutritt ist verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Was zur Hölle? Was ist das? Was zur Hölle? Was ist das? Das ist bereits geschehen. Was zum Teufel? Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg, aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte, alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Wir dachten alle, er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Ich hoffe, mein Gott, dass das funktioniert. Will. Weg. Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Du bist die Einzige, die sah, was ich gesehen habe. Nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen.